Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen und guten Appetit, kleine Katze. Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen und willkommen zurück zu Slime Rancher, wo es direkt mal wieder losgeht mit der Zupupsung meines schönen Hofs hier. Wir haben letztes Mal, glaube ich, ein paar Dinge geändert, was das Anbauen von Sachen angeht. Hier sind jetzt... Ja, Spielsachen gehören nicht ins Feld, Kinder. So, und wir werden heute auf jeden Fall... sozusagen fast ganz direkt, wenn ich das hier alles eingesammelt habe, ja, werde ich dann wieder mich auf den Weg machen zu diesem, na, wie heißt es, zu der Schatzkammer, wo wir immer noch Goldplots drin haben. Erstmal gucke ich aber ganz, ganz kurz, ob irgendwelche Sachen wieder was wert sein könnten. Ich glaube nicht, nee. Irgendwie nicht so. Jetzt bin ich hin und her gerissen zwischen, ich verkaufe jetzt einfach mal hier die Felsdinge, die sind sowieso nicht viel wert und dann haben wir wieder Platz zum Einlagern. Da müssen wir, wie gesagt, zu den Goldplots gehen. In die Schatzkammer, müssen da den Rest holen. Ich hoffe, da sind nicht allzu viele ungehaltene, schlecht gelaunte Slimes. Das war ja, glaube ich, einmal der Fall, als wir dann zurückgekommen sind. Da war dann plötzlich nicht mehr ganz so flauschig, fröhliche. Da sind wieder Hühner, die nehme ich jetzt einfach... Ich nehme davon gleich wieder ein paar mit. Einfach nur, falls wir wieder einem Glücksslime begegnen. Ich möchte vorbereitet sein. Davon abgesehen... Miets ist nicht viel wert. Das ist gerade echt alles nichts wert. Guckt euch das mal an. Nirgendwo sehe ich Grüne, außer bei den Säbelplots und den Goldplots. Alles andere ist gerade so richtig unten, was den Preis angeht. Und die Säbel... Meine kleinen Säbelslime-Hybriden wollte ich ja gerne auch hier auf die Ranch holen. Wobei ich da jetzt doch einfach mal wieder vorbeigucken muss. Wir sind da so selten drüben, dass wir da jetzt einfach wieder hingehen. Die Armtierchen vereinsamen uns hier noch. Denen geht es zwar, glaube ich, gut, denn wie gesagt, ich habe den dringenden Verdacht, dass die wirklich nur dann aktiv sind, wenn wir tatsächlich hier auf der Ranch sind. Hallo? Also der Automat hier spinnt ganz eindeutig. Ja, der spinnt aber sowas von eindeutig. Der spinnt so richtig. Oh, nein, ich wollte es ja drin lassen, entschuldigen. Wir müssen hier wieder ein paar aufsammeln und sobald das Land sich hier ausgesponnen hat, packen wir da wieder die Pogo-Früchte rein. Das ist ja furchtbar. Also manchmal, das scheint aber ein kleiner Bug zu sein. Keine Ahnung, was für einer genau und was das jetzt auslöst. Ich habe ja mal gedacht, dieser Bug würde entstehen, wenn wir irgendwas in den Futterautomaten reinstopfen, während der gerade dabei ist, Futter auszuspucken. Und dass er dann praktisch einfach versucht, diese Zahl zu erreichen, die er erreichen sollte. Also nach dem Motto, da müssen jetzt 5 rein, also muss ich da jetzt 5 mal und dann sind es weniger. Und weil es eben nicht weniger wird, sondern im Gegenteil mehr, wäre da ein kleiner Bug. Da sind auch noch 72. Hier sind unsere... Ich nehme mal diese Goldplots hier mit. Die kommen irgendwie auf den Hof. Ich habe zwar irgendwann, glaube ich, mal gesagt, ich könnte die hier lagern, aber ich würde die lieber auf dem Hof haben, dass halt alle zusammen sind. Und vielleicht verkaufen wir ja mal ein paar Goldplots, nachdem wir die letzte Schatzkammer dann geleert haben. Einfach um zu gucken, ob wir vielleicht den 7-Sie-Belohnungsclub, ob wir da auf die letzte Stufe kommen damit. Dann hätten wir zwar noch immer nicht alles hergestellt, was es gäbe, aber es wäre ein Anfang, denke ich mal. Es wäre ein Anfang. Ich nehme ja auch die Säbelzahnplots mit. Also die... Und die Pinkplots, wenn es dann welche gibt. Viel dürfte es allerdings nicht sein, aber wenigstens bringen die gerade so ein bisschen was. Und Lieblingsfresschen habt ihr nicht wirklich, ne? Ich könnte euch höchstens mit Tofu füttern. Der hat praktisch keinen Nährwert und... Sind da noch mal welche? Nee. Aber Hühner hätte es hier, dann nehme ich einfach mal Hühner mit. 44 Stück, dann haben wir da schon welche für unsere Plots. Also die wir mitnehmen können zum Goldplot ernten. Die Pinkplots werden verkauft, die Säbelplots werden verkauft, die Goldplots werden eingelagert. Und sobald wir das haben, machen wir uns auf den Weg zur Schatzkammer. Es geht ganz extrem, nämlich aufs Ende zu. Langsam haben wir wirklich allen Content weggefrühstückt, den es hier so gibt. Da ist dann echt nicht mehr allzu viel übrig. So, Säbelplots da ein bisschen rein. Ist nicht viel, aber immer ein bisschen. Pinkplots hier rein. Und jetzt noch gucken, wo ich die Goldplots hin tue. Ich hoffe, wir haben noch Platz für die alle. Ich würde tatsächlich die erst verkaufen, wenn wir gesehen haben, wie viel die goldene Slime-Lampe uns kostet und andere Dinge. Ich weiß, wir haben dann immer noch nicht alle Schätze gefunden.
Das wäre das Einzige, wo ich so ein bisschen unglücklich praktisch drüber bin, dass uns das fehlen würde. Aber ich glaube, dass ich alle Schatzkapseln gefunden habe. Es wird ja noch Updates geben. 100 Tofu. Ich nehme mal die 100 Tofu hier raus und packe stattdessen die Goldplots da rein und tue die Tofus draußen irgendwo hin. Ja, es wird noch Updates geben. Ich habe es im Wiki schon gesehen. Es sind auf jeden Fall noch neue Slimes geplant und alles. Aber das Problem ist halt, ich habe jetzt schon so viel Slime Rancher gespielt und es macht mir auch ehrlich wahnsinnig viel Spaß. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich immer nur dasselbe dann mache und wenn ich dann die nächsten, ich weiß nicht, vielleicht 2 Monate, 3 Monate nur damit verbringe, einfach nur hier so vor mich hin zu farmen und eigentlich weiter nichts zu tun, dann ist das ja auch irgendwann nicht mehr das Allerspannendste. Ich habe ja schon so ein bisschen die Hoffnung, dass es interessant bleibt. Ich nehme jetzt das hier einmal mit raus. Dann packen wir hier den Tofu rein. Von Tofu haben wir echt mehr als genug. Ich könnte auch ein bisschen Tofu eigentlich mitnehmen. Das Problem ist, während wir Früchte und alles, Hühner vermehren sich von alleine. Früchte können wir sammeln. Den Tofu, da müssen wir wirklich wieder aktiv in die Wildnis gehen und da suchen. Ich schaue jetzt nur, dass ich die Phasenzitronen loswerde. Füttern müsste ich meine Slimes eigentlich noch nicht wieder. Das sollte überall noch genug sein. Auch bei meinen Feuerslimes sollte... Na, okay, gut, bei denen könnte ich ein bisschen was nachlegen. Und dann gehen wir aber direkt wieder. Das habe ich nicht vergessen. Da halte ich jetzt auch so ein bisschen dran fest. So, auch noch. Das möchte ich jetzt einfach machen. Die letzten Goldplots einsammeln, diese wunderschöne Schatzkammer vollends plündern. Was wir dann noch machen könnten, das wäre vielleicht... Etwas, was ich vielleicht ganz interessant fände, was ich auf jeden Fall für mich noch machen möchte, das ist einmal die ganzen Chromas durchgehen, die wir haben. Also wirklich sagen, okay, man wechselt einmal alle Farben durch. Jetzt bin ich gerade falsch gelaufen, ich war doch viel näher dran schon. Man wechselt mal alle Farben durch und guckt sich die einfach mal tatsächlich am hochgestuftesten Häuschen und an der kleinen, an unserem Backpack an, das so ein bisschen verramscht aussieht manchmal. Ich laufe falsch, oder? Ja, natürlich laufe ich falsch. Es gibt 2 Höhlenausgänge und der eine führt ja direkt... Das ist der da hinten. Sag mal, wie viel habt ihr eigentlich da drin? Habt ihr schon wieder... Das darf alles eingesammelt werden, Leute. So. Das wird dann danach gemacht, wenn ich die Goldplots eingesammelt habe. Nicht hier. Damit komme ich ja direkt in diese Höhle. Und von hier aus müsste ich nach... Ich eigentlich nur nach rechts wenden und hier dann wieder raus, ne? Genau. So. Wir müssen ja wieder diesen kleinen Umweg gehen, über diesen See, wo einfach kein direkter Weg hinführt für uns. Das ist aber hier hinten, oder? Da ist, jawohl, da ist das Wasser mit unseren Pfützis. Und jetzt muss ich wieder Ausdauer kurz aufbauen lassen, damit wir sicher über die Brücke kommen, beziehungsweise die Lücke in der Brücke. Die Lücke in der Brücke, wow. Jetzt habe ich gerade einen Moment, hätte ich sprinten gedrückt, aber nicht springen. Das wäre schrecklich geworden. So, jetzt müssen wir hier nämlich nur um die Ecke. Dann sind wir schon da. Und wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe, muss ich eigentlich nur hier nach oben irgendwie kommen. Und dann ist es gar nicht mehr weit, bis ich bei meinem Eingang hier bin. Ich lasse mal kurz hier das auffüllen. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, ob wir hier nicht nach ganz oben kommen, ohne dass wir hier vorher uns eine Treppe oder sowas suchen müssen. Ah, sieht schlecht aus. Komm. Hoch. Mist. Ihr vielleicht... Nein, jetzt stürze ich ab. Na gut. Muss ich also doch einen kleinen Umweg laufen. Schade. Hätte ja sein können, dass es funktioniert. Wo finde ich denn den Umweg? Irgendwo gab es doch hier einen wunderschönen... Genau, da drüben. Hier bin ich über diese... Ich glaube, die Teile da, über die bin ich hochgekommen. Da bin ich hier hoch. Genau. Habe ich fast keine Ausdauer mehr. So, hier hoch. Und dann, mit voller Ausdauer, konnte ich, glaube ich, rüberfliegen. Ich finde übrigens immer noch der Mond. Es ist so süß. Das ist ein Slime-Gesicht. Wie bei diesen Slime-Statuen. Das ist so schön. So, und jetzt müsste ich aber nach oben kommen. Oder zumindest... Jawohl, da sind wir doch schon. Und hier ist doch irgendwo der Eingang. Betonung auf irgendwo und da vorne ist er. Perfekt. Na, zur Sicherheit die Hühner auswählen. Für den Fall das... Und wir kommen hier rein und der wunderschöne Anblick unserer geöffneten Schatzkapseln da hinten. Ah, da! Da ist der Teleporter nach Hause. Ich wusste doch, es gab einen. Den habe ich letztes Mal nicht gefunden. Ich Nuss.
So, machen wir erstmal hier hinten. Zack. Zack. Hier. Hier. Und hier natürlich. Oh Gott, wie ich es einfach liebe. Ich es einfach liebe, wenn hier überall dieses Gold rausploppt. Ich bin ein echter kleiner Skrit. Der Guild Wars 2 spielt, weiß, was ein Skrit ist. Wenn ich, der... Sagen wir einfach mal so, es sind Wesen, die sehr, sehr von glänzenden Dingen fasziniert sind. Und die man, glaube ich, mit so einer Höhle hier, wo lauter Gold rausplupft, extrem glücklich machen könnte. Da hinten habe ich alles, hier drüben habe ich alles, dann fehlen nur noch die 5 hier unten. Und dann haben wir es. 1, 2, 3, 4 und 5. Oh, der Anblick halt einfach. Der Anblick ist so schön. So, einsammeln und dann auf der Ranch verstauen. Das war's dann schon. Und ich glaube wirklich, wenn ich jetzt diese goldene Slime... Wenn ich jetzt diese goldene Slime-Lab... Warte mal, das waren eben 37, oder? Das müssten dann aber eigentlich 74 sein, oder? Also, grob überschlagen, 35. Und 35 und dann nochmal 2 extra jeweils. Das müssten mehr sein. Da kam davon einfach 2 Plots weniger raus. Na gut. Okay, damit sind wir hier in der letzten Schatzkammer tatsächlich fertig. Juhu. Und wir sind wieder zu Hause, haben keine Hühner verbraucht. Jetzt werde ich kurz die Goldplots einlagern. Den Rest verkaufe ich dann einfach. Was jetzt nicht mehr hier reinpasst... Ich glaube, 400 Goldplots. Nee, noch nicht verkaufen. Quatsch. Erstmal gucken wir dann, dass wir diese goldene Plot, also Slime-Lampe, machen. Und was dann noch übrig ist, das verkaufen wir. Ich werde allerdings wirklich nur so viele Goldplots in die Raffinerie packen, wie wir tatsächlich brauchen. Es könnte ja sein, dass wir die später für irgendwas anderes brauchen. Und sollte dem so sein, will ich natürlich nicht die Doofe sein, die dann dasteht und plötzlich keine mehr hat. Das wäre ungünstig. Da hinten liegt wieder alles voll mit Fresschen. Ja, wunderbar. So. Zack, 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 zack. Die Limetten eingesammelt. Da habe ich nichts angebaut. Bin ich doof. Hier liegt auch wieder alles rum. Aber zum Glück zerfällt es noch nicht zu Staub. Das war ganz gut. Aber es sind zu wenige. Vielleicht sind ein paar schon zu Staub zerfallen. Oder auch ein paar mehr. Oh, ja, ich habe keinen Platz mehr. Ich guck mal, dass ich die Minzmangos direkt loswerde, aber das müsste eigentlich gehen, weil die haben ja sowieso gerade ein bisschen weniger zu fressen, ne? Und da wird eingesaugt. Perfekt. Dann kann ich jetzt die Quaderbeeren einsammeln und dann schaue ich halt nach den goldenen Teleportern und den goldenen Sachen. Und je nachdem, wie viele ich da brauche, das wird mir ja zum Glück angezeigt, kann ich dann ja entscheiden, wie viele ich tatsächlich nachher... Und auch da scheinen schon einige wieder zu Staub zerfallen zu sein. Stimmt sowas? So, eh zum Aktivieren. Wir haben Hilfsmittel, sollten es keine Extraktoren, Warp-Technologie, da müssten wir einen goldenen. Keinen goldenen. Pink, Violett, Grün, Beeren, Violett, Beeren. Butterkaramell braucht aber auch nur Quantenplots. Red, Pink. Okay, dann Dekoration. Nein. Moment, die blaue. Wo ist sie denn? Die goldene Slime-Lampe. Ein Goldplot. Ja, das kriegen wir hin. Seidener Sand haben wir leider nicht genug. Aber gut, wir brauchen dafür einen Goldplot. Einen einzigen Goldplot. Der Rest braucht vermutlich keine Goldsachen. Die Slime-Ballbühne haben wir. Okay. Ja, dann packen wir da nochmal einen Goldplot rein. Und den Rest, den würde ich jetzt tatsächlich verkaufen, zusammen mit ein paar anderen Sachen. Hühner kann ich irgendwo einlagern. Da müsste ich vorne noch irgendwo ein Ding haben, wo Hühner reinpassen. Die Peaksbin werde ich gleich gucken, dass ich sie verfüttere. Hier waren noch Hühner. Genau, hier sind Hühner. Und da passen auch noch alle rein. Perfekt. Noch ein Hof müssen noch genug rumstromern für die Katzen. Die restlichen Goldplots würde ich jetzt tatsächlich, wenn sie immer noch viel wert sind, aber auch nur dann, verkaufen wollen. Ne, jetzt sind sie nicht mehr so viel wert. Jetzt verkaufe ich sie nicht. Vergiss es. Die Honigplots sind wieder viel wert, dann werden wir jetzt die Honigplots verkaufen. Und die Jägerplots und die Ranken. Okay, Honig, Ranken, Jäger. Perfekt. Da sind die Honigplots. Ne, also das mache ich nicht, dass ich die Goldplots verkaufe, wenn sie gerade nichts wert sind. Nein, geht ja gar nicht. Nee. Da warten wir lieber ein bisschen.
Vielleicht reicht sie auch über den Rest. Das Problem ist einfach, ich weiß bei allen Plots, wo wir sie herbekommen. Ich kann alle Plots problemlos farmen. Selbst die Säbelplots, die müsste ich ja nur... Die müsste ich ja nur so ein bisschen anders... Also, ich müsste mich nur ein bisschen anders organisieren, dann würden wir massig Säbelplots auch verdienen können, indem ich einfach die Säbelzähnchen hier auf der Ranch erschaffe. Aber bei den Goldplots, da sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir Glück haben. Wir müssen Goldplots finden. Einen Goldslime finden. Wir müssen den Goldslime füttern und wenn wir das nicht schaffen zufällig, dann haben wir halt einfach Pech gehabt und wir kriegen keine neuen Goldplots. Deswegen verkaufe ich die nur, wenn sie gerade viel wert sind. Sonst lohnt sich die Sache wirklich nur halb so sehr. Also Honig weg. Die restlichen Ranken geholt. Vor allem Honigranken gehe ich jetzt definitiv auch nochmal kurz sammeln. So. Wie viel Clubringe haben wir eigentlich noch, sag? Bitte. Die goldene Eule 2 fehlt auf jeden Fall noch. Das ist der Bauplan fürs goldene Warp-Depot. 150.000, da haben wir die Hälfte. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder der Ränge zweimal oder dreimal vom Namen her vorkam. Das weiß ich leider nicht mehr. Die sind es nicht. Hühner? Ja, ich wusste doch, ich habe noch welche. Hatte ich nicht auch noch Jägerplots? Ansonsten könnte ich die Needsplots verkaufen. Die sind nicht so viel wert. Ah, vielleicht hätte ich auch einfach ein paar Goldplots verkaufen können, als wir noch welche hatten. Also als wir noch... Als wir noch so viele hatten, meinte ich. In ungerader Zahl. Aber eigentlich freue ich mich ja gerade, dass wir so viele haben. Ja, die Needs, aber die sind alle so wenig gerade wert. Ich will die eigentlich gar nicht verkaufen, wenn die alle so wenig wert sind. Manu. Na gut, dann gibt es halt doch noch eine extra Folge. Oder wir fangen jetzt schon mal an, die Chromas durchzugehen. Das könnten wir auch machen. Aber momentan geht's ja noch. Wir müssen ein bisschen wieder uns um alles kümmern. Müssen wieder alles ein bisschen organisieren. Wir können hier guck mal da mal. Einsammeln fleißig. Mein Ohr juckt gerade übrigens. Das ist furchtbar. Kennt ihr das, wenn euch so das Ohr juckt? Da, wo die, wo das Headset... Wo die Kopfhörer, meine ich, wo die aufliegen und dann juckt es und dann... Da. Ah, furchtbar. Das ist nicht empfehlen im Waschen. Das ist einfach nur... Naja, manchmal juckt es halt. Ich kratze mich jetzt aber nicht. Ich bin jetzt tapfer. Sage ich jetzt. Wie es in 3 Minuten aussieht, wenn es mich in den Wahnsinn treibt. Das ist übrigens... Ich glaube, es gab tatsächlich eine Kitzelfolter im Mittelalter. Da wurden Leute gekitzelt und... Wenn man immer lachen muss, das ist ja irgendwann richtig schmerzhaft. Das habe ich neulich gemerkt, als ich mit Freunden... Ja, ich gestehe, ich habe Cards Against Humanity gespielt. Und ich hatte irgendwann... Ich habe Bauchschmerzen gehabt vor Lachen. Das war nicht mehr schön. Also es war super, es war toll, es war total lustig, aber... Aber es war echt grausam. Es hat alles wehgetan. Das war nicht... Auch richtig, und ich wollte mich um die Hühner kümmern. Okay, jetzt gehe ich aber erstmal kurz schauen, ob wir die Pieksbirnen verfüttern können. Und hier ist natürlich wieder... 100.000 Plots. Und die Okas muss ich auch mal wieder einsammeln. Aha, Mist, jetzt habe ich hier keinen Platz für die Sachen. Mache ich das jetzt am besten? Habe ich hier irgendwo Pieksbirnen eingelagert, bitte? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wie mache ich das denn jetzt? Dann bringe ich zuerst mal die Pieksbirnen weg. Und dann sammle ich da draußen Okas ein, denn die Okas müssen ja sowieso auf die andere Seite. Da sind Sachen. Na, passen hier Pieksbirnen alle? Na, es passen nicht ganz alle rein. Das macht aber nichts. Den Rest verteilen wir einfach nicht im Gehege. Davon füllen wir einfach hier bei den Feuerplots wieder auf. Slimes. Bei den Feuerslimes meine ich natürlich, nicht bei den Plots. Okay. Draußen ein bisschen einsammeln. Ein bisschen Ordnung schaffen. Bevor alles despawnt. Ihr könntet übrigens von meinen Feldern runtergehen, ihr Süßen. Dass ich hier keine Slime-Scheuchen aufstelle, heißt nicht, dass ihr ständig auf meinen Feldern unterwegs sein sollt. Ich dachte, da leckt was, okay. Ich weiß, ihr macht da nichts kaputt, aber trotzdem ist es so ein bisschen irritierend, wenn ihr ständig auf meinem Gemüsebeet rumgammelt. Stell dich mal vor, das wären echte Katzen, würden dann vermutlich anfangen, da Sachen auszugraben, weil sie es können. Okay, Quaderbeeren und Okas werden verteilt. Und dann wieder ein paar Plots eingesammelt. Aber bevor ich die Plots einsammle, außer bei denen hier vielleicht, weil das echt unangenehm sein kann, wenn die
Also, echt unangenehm sein kann, wenn die explodieren und ihre Plots überall verteilen. Oh je, okay, da muss ich direkt tatsächlich einsammeln. Und ich weiß noch gar nicht, ob wir die jetzt... Die sind gerade auch so wenig wert. Jetzt bin ich übrigens zweimal über ein... Nein, ich bin nicht über einen Huhn gelaufen. Das Huhn ist unter meinen Füßen durch. So. Ich hätte so gerne ein Jahr mit Slime Rancher gefüllt, wenn ich ehrlich bin. Also richtig so 365 Tage Slime Rancher. Also in-game 365 Tage. Aber ich fürchte... Ja, ich fürchte, da müsste ich dann noch viel, viel ineffizienter vorgehen, als ich es tue. Und manchmal habe ich halt dann doch Spaß dran, wenn wir Erfolge und Ergebnisse sehen. Ich könnte mir nachher auch nochmal die Achievements angucken, die wir so nebenher erspielt haben. So ganz unverbindlich. So, wenn wir die da reintun, haben wir da auch wieder zwei frei. Und können auch von denen hier die Plots einsammeln. Na, ich glaube, dann verkaufe ich die Sachen echt einfach. Wir haben so viel wieder. Oh, da freuen sie sich. Das ist immer so süß, wenn die überrascht gucken. Wenn dann die Augen ganz groß und pullerig werden. Das ist so niedlich. Guck mal, der eine, der ist ständig so süß. Ah, ich liebe meine Slimes. Ah, über 70 Stunden. Ich werde es ja nur noch mal erwähnt haben. Es ist wirklich viel Zeit, die ich in diesem Spiel verbracht habe. Und ich bereue keine Minute. Das ist super. Ich hoffe ja, der ein oder andere, der das hier sieht, der hat sich dann auch einfach irgendwann gedacht, ja, Slime Rancher muss ich auch spielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine liebe Moki Slime Rancher auch spielt. Ich glaube, genauso verpeilt und einfach sich treiben lassen wie ich. Dann verkaufen wir jetzt einfach mal andere Sachen und andere Plots, außer den Goldplots, und gucken mal, was wir daran so verdienen, auch wenn sie gerade nicht viel wert ist. Aber ganz ehrlich, bei den Goldplots wäre es einfach ein Jammer. Das wäre einfach sehr, sehr schade. Wir gucken einfach mal, ob wir so auch auf die 150 Plots kommen könnten. So. Wenn ich jetzt dann... Ich habe noch Kristallplots. Ich habe noch, ich glaube, Derwischplots muss ich noch haben. Kernitzplots habe ich noch. Ansonsten bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Wir haben auf jeden Fall noch ganz viele, die wir aus den Gehegen holen können. Ja, und dann hoffe ich einfach, dass ich tatsächlich... Oh, das ist Walzwasser. Nee, man muss natürlich den Plotmarkt auch mal sauber machen zwischendurch, ne? Das ist ja... Also der ist ja ganz staubig und so. Okay, wir verkaufen jetzt die Sachen. Ich meine, es fehlen wirklich nicht mehr viele. Es fehlen noch knapp... noch gut 150... Plots. Ist hier noch irgendwas? Nope. Hier haben wir noch Kristallplots. Und dann gehe ich mal unten und dann oben. Schauen wir einfach mal, dass wir genug Sachen holen. Dass wir noch ein paar... Wobei, erst würde ich gerne bei den Mosaikkätzchen hinten gucken. Denn da habe ich nur noch diese einen. Das sind meine letzten, die ich da habe. Das sind ja drei Gehege da hinten. Und das ist das dritte Gehege, das ich noch nicht geleert habe. Das würde dann eigentlich gehen. Danach wird nur nochmal dann ein doppeltes Mal eingesammelt. So, und hier sind auch keine mehr. Nein, da wird es erstmal verkauft. Beziehungsweise nicht so verkauft, sondern wir gehen jetzt erstmal direkt darüber und verkaufen dann. Ich versuche, dass ich die Folge nicht überziehe. Vielleicht machen wir dann auch erst nächstes Mal tatsächlich... Oh je, da sind so viele drin. Gebt euch das, wie viele einfach mal doppelt drin sind. Also was jetzt da noch am Boden liegt, weil es nicht eingesaugt werden kann. Oh je, da habe ich längere Zeit nicht mehr die Plots eingesammelt. Aber gut, machen wir ja jetzt. Ist also alles okay, alles kein Problem. Ich frage mich, wie viele schon gedespawnt sind, weil ich mich nicht gut genug darum gekümmert habe, die einzusammeln. Besser, ich weiß es nicht. Ich würde vermutlich weinen bei dem ganzen schönen Profit, der uns entgeht. Nicht, weil ich das Spiel hier wie so ein Wirtschaftssimulator spiele, wo es mir nur um Profit geht, sondern einfach nur, weil ich daran denke, oh, ich muss das alles dann noch öfter und mehr machen, wenn ich tatsächlich... die Clubränge haben möchte. Ich hoffe übrigens auch, dass der 7C-Belohnungsclub noch erweitert wird. Ich weiß, uns können nicht mehr allzu viele... Nee, ich glaube, allzu viele Ränge können es nicht mehr sein, weil wir eben langsam auch bei dem Goldplot sind. Und das ist ja Endgame-Content. Dafür braucht man ja im Prinzip fast alle Schlüssel. Wenn man tatsächlich jede Abkürzung, jede Tür öffnen muss, dann braucht man wirklich jeden Schlüssel, wie wir festgestellt haben. Und deswegen glaube ich, dass die Schatzkammern wirklich ziemlich Endgame-Content sind. Zumal man ja wirklich einmal komplett durch die Wüste durch muss, um überhaupt zu erfahren, dass wir da jetzt reingehen dürfen. Selbst wenn wir die vorher finden würden und finden könnten, wir müssten ja erstmal erfahren, ja, Robson erlaubt uns, dass wir da reingehen. Wir dürfen da rein, wir dürfen uns was holen.
So, das können wir auch gleich wieder verteilen. Hallo Kätzchen, geh da mal dahin, bitte. Ich weiß jetzt nicht... Nee, die hat... Kätzchen hat eine... Hat keine Oka-Oka gefressen, sondern sie hat eine... So, dann nehmen wir doch erstmal hier. Ja, das ist immer ein bisschen unpraktisch, hier an den Plorts zu kommen. Ich wünschte, der Hochofen hätte auch einen Plort-Sammler. So, jetzt einmal den Slime hier. Genau. So, jetzt gehen wir da drüben Plort sammeln. Müsste auch wieder, knackevoll sein. Das ist schön. Passen wieder gar nicht mehr alle rein, aber es sind nur ein paar, die übrig sind. Ja, ich würde dann auch mal sagen, ich mache tatsächlich das Einkaufen. Den letzten Rang holen wir uns irgendwie nächstes Mal. Sei es, weil die Goldplots wieder was wert sind oder weil wir dann genug von den... Mist. Oder sei es, weil wir dann genug von den anderen Sachen verkauft haben, von den anderen Plots, dass wir uns das leisten können. Das machen wir nicht mehr dieses Mal. Falls es dann schon der letzte Clubrang ist, und das weiß ich leider nicht genau, es kann auch sein, dass da noch mal einer für 150.000 kommt, dann müssen wir eben noch mal ein bisschen ackern. Falls es aber tatsächlich schon der letzte Clubrang gewesen sein sollte, dann werde ich zum Abschluss sozusagen, da liegt noch mein Plot, dann werde ich, wie gesagt, zum Abschluss mal die ganzen Chromas und alles durchgehen und eventuell... Ach, guck mal, wir haben Küken! Wir haben ein Kükük! Der Hahn hat seine Arbeit getan und hat tatsächlich für den Küken gesorgt. Ja, wunderbar. Dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass wir vielleicht mal... Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Wir werden alle Chromas durchgehen. Bei den Schatzkapseln weiß ich es nicht. Ich könnte gucken, ob es noch eine Modekapsel gibt. Also einfach im Wiki schauen und ob ich die dann finde. Wenn nicht, in den Schatzkapseln sind halt einfach andere Sachen drin. Da sind Ressourcen drin, da sind teilweise Rezepte für Portale und sowas drin. Aber jetzt ja nichts, was wir direkt nicht sowieso schon hätten. Wir haben so viele Portale noch übrig und Dinge. Ich glaube, da ist es zu verschmerzen, wenn wir da vielleicht nicht unbedingt sehen, wo das der letzte so und so farbige Teleporter herkommt oder so. So, jetzt kommen hier die Oka-Okas rein. Ich gehe noch schnell unter zu den Hühnern. Ich würde dann aber auch sagen, das war's für heute erstmal. Ich muss ja nicht immer überziehen. Ich nehme es mir jedes Mal vor, dass ich nicht überziehe und dann mache ich es doch wieder. Asche auf mein Haupt, ich gebe es zu. Und ich hätte so gerne noch weitere Erweiterungen für unsere ganzen Sachen hier. Das wäre so schön. Na gut, jetzt müssen wir erstmal hier die Herrenrunden beenden. Das ist ja furchtbar, wie viele männliche Hähne wir hier überall drin haben. Ich wollte kein Kükük einsammeln. Ich wollte immer zwei Hähne und drei Hühner. Also drei Hennen, das reicht mir immer vollkommen aus. Und ein altes Huhn, ganz toll. Und da ist noch ein Huhn. Hier, Steinhuhn, kommst auch mit. Habe ich gerade hier einen Steinhuhn eingesammelt? War da ein Steinhuhn mit drin? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bedanke ich mich schon sehr dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Slime Ranch. Oh Gottes Willen, sind das viele. Gebt euch das einfach mal, wie viele das halt sind. Ja, wie gesagt, macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet. Wenn wir uns nächstes Mal hier wieder irgendwelche lustigen Sachen angucken. Und, ja, bis dahin sage ich einfach schon mal... Wobei, nee, wir packen noch die Gockel weg. Ich glaube, die Hühner, darum kümmern wir uns jetzt noch gemeinsam, oder? Ich sehe gerade, wir haben ja eigentlich nur noch dieses eine hier, wo wir noch so ein paar Hühnchen drin haben. Da sind zwei Gockel, da sind drei Hühner. So, jetzt haben wir es sogar. Da können wir noch ein paar Steinhühner reintun. So, füllen wir unsere ganzen Vorräte wieder auf. Gockel haben wir jetzt keine mehr. Okay, alles ganz wunderbar. Können wir jetzt gucken, wem wir noch eine Freude damit machen. Das mache ich dann nächstes Mal mit euch. Aber damit wir jetzt einfach von dem Hühnergegacker weg sind, dachte ich mir, wäre das ganz nett. So, alte Hühner, die... Warte mal, ihr mögt Hähne, da kriegt ihr jetzt einfach mal alte Hühner. Die Gestrüpphühner, ihr mögt die Steinhühner. Die Gestrüpphühner sind bei diesen hier sehr beliebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die bemalten Hühner bei unseren Honigranken, da bringen wir die jetzt hin. Und ich verabschiede mich jetzt einfach nochmal, weil ich glaube, daran haben sich die hier öfter reingucken, schon gewöhnt, dass ich mich manchmal wiederhole bei den Verabschiedungen. Ja. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr freut euch schon darauf, wenn wir unseren letzten Clubrang oder unseren vorletzten, aber letztlich halt irgendwann auch den letzten holen, wenn wir dann endlich wissen, wie alle Chromas aussehen können, was das Ende des Spiels ist, wann dann das nächste Update kommt, werden wir auch bald sehen, hoffentlich.
Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.